Wir sind jetzt gerade in der Brooklyn Barbecue Bar, unser zweites Restaurant mit Cocktailbar. Und eigentlich haben wir hier das weitergesponnen, was wir mit der Brooklyn Burger Bar angefangen haben. Und zwar gutes Essen mit guten Getränken zu kombinieren. Und das hat hier noch einen anderen Twist, weil wir durch das Barbecue-Thema natürlich noch ein bisschen weitreichender ausholen können, sag ich jetzt mal. Wir waren immer ein bisschen enttäuscht darüber, dass es in Hamburg noch keine guten Burger gegeben hat. Und wir haben vorher auch schon ganz lange Bars gemacht etc. Also waren wir viel in anderen Städten unterwegs, unter anderem auch New York und das relativ häufig. Durch diese Touren durch Brooklyn etc. Sind wir total geflasht gewesen. Damals war das in Hamburg noch nicht gang und gäbe, in ganz Deutschland glaube ich nicht, dieser Industrial Style oder Garage Style. Dieses Echte, das Authentische in diesen alten Möbeln, diese Originalmöbel, die geben so ein gewisses Flair, weil da steckt schon so viel Geschichte drin und das finden wir geil, das transportieren wir und das findet sich eigentlich auch überall wieder, auch im Barbereich, weil wir natürlich auch diese ganzen alten Cocktailrezepte mit aufnehmen, Klassiker mixen, aber die auch neu interpretieren. Ja, und das gehört irgendwie so dazu und das ist ja das Ding, was wir lieben. Wir räuchern hier das ganze Fleisch zum Beispiel selber in unserem großen Räucherofen aus Amerika und da bietet sich natürlich an, auch irgendwie bartechnisch was reinzuschmeißen und das machen wir in diesem Fall von diesem Drink jetzt hier mit Paprikas. Die räuchern wir. Jetzt in diesem Fall war noch mit dabei Tequila Blanco, weil der ist dann so ein bisschen, nimmt nicht zu viel der Paprika weg. Dann haben wir noch Agaven-Dicksaft, bisschen Limettensaft, eine Prise Salz und dann natürlich den Premium-Filler mit dem rosa Pfeffer, weil das passt wie die Faust ins Auge, hatte ich ja schon gesagt, wie diese ganzen Gewürze, die wir sowieso verwenden und das gleiche im Filler zu haben, passt für uns natürlich jetzt in diesem Fall besonders gut. Ich würde jedem Gast empfehlen, in die Brooklyn Barbecue Bar zu kommen, weil das, was wir machen, wirklich einzigartig in Hamburg ist. Also ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, das verspreche ich.